Am Wochenende vom 23. bis 25. März 2012 trafen sich Sportlehrer aus ganz Deutschland zum 15. bundesoffenen Judo-Fortbildungskurs an der Otto-von-Guericke-Universität. Unter dem Motto Judo als Schulsport zeigten Judoka aus ganz Europa insgesamt 140 Judo-Lehrern, Sportreferenten und anderen Judo-Begeisterten sportwissenschaftliche Methoden, um Judo-Techniken besser und spielerisch an Schüler zu vermitteln. Durch die Teilnahme am Kurs konnten die Absolventen ihre Fähigkeiten in der Sportvermittlung verbessern und ihre Trainerlizenzen verlängern. Zu den Gästen gehörten Koryphäen des Judosports, wie zum Beispiel Dr. Hans Müller-Deck, der mit dem 9. Dan den höchsten verliehenen Grad in Deutschland trägt. Trotz großer Resonanz fand die Fortbildung aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr zum letzten Mal statt. Die Stimmung wurde dadurch aber nicht getrübt und das Training mit dem besten Judoka brachte neben Muskelkater vor allem gute Laune bei den Teilnehmern.